fertig mit Frühstück? Ich sag mal, was ist denn hier los? Jule, was ist das denn hier? Sag mal, alles okay? Ja. Kriegst du wieder Luft? Was ist da passiert? Ich weiß nicht. Ich schneide das mal ganz kurz ab hier. Als ich das Zimmer betreten habe, habe ich dann gesehen, dass Jule total gefesselt mit Mullbinden dort gelegen hat. Die sah aus wie eine Mumie. Sie hat kaum Luft bekommen. Ich bin dann auch sofort raus und habe den Arzt informiert. Klinik am Südring. Die Familienhelfer. Was ist denn hier weiß los? Weiß ich auch nicht. Irgendeiner Jule, hat sich hier wohl einen Streich erlaubt und hat Jule eingewickelt. Mensch, Mama. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Jetzt mal einen kleinen Moment leiser, genau, bitte. Wir wissen auch noch nicht, was hier passiert ist. Was ist denn hier los? Oh Gott, gar nicht. Darf ich mal kurz? Ja, versuch mal hier gerade. Ich versuche mal ein bisschen einzureißen, weil irgendwie funktioniert hier nichts. Was ist denn jetzt passiert, Jule? Wie geht's dir denn? Ich weiß nicht, irgendjemand. Bitte jetzt mal ganz ruhig liegen bleiben. Sie sind ganz frisch. Mensch, frisch operiert. Hält doch mal mit. Ja. Jule, die ja gerade erst aus dem Aufwachraum auf die Normalstation verlegt worden war, war frisch bei uns operiert worden wegen einer akuten Appendizitis. Zum Glück konnte das Ganze noch endoskopisch gemacht werden. Und was ich im Patientenzimmer von Jule vorfand, hatte ich absolut noch nie gesehen. Bist du wieder richtig wach oder noch so ein bisschen benommen? Es geht. Geht's wieder? Ja. Okay. Dann sag uns doch mal bitte, was passiert ist. Wer hat denn das hier veranstaltet? Ich habe geschlafen. Ich bin aufgewacht und dann habe ich plötzlich nichts gesehen und das war's bestimmt du. Ja, ja, schau mal, wie sie schaut. Das war bestimmt sie. Sie macht sowas immer. Wie soll ich das denn gewesen sein? Also, wenn es jetzt hier keine Ruhe gibt, dann lasse ich sie gleich hier entfernen. Weil ich muss jetzt erstmal den Bauch untersuchen. Wer sind sie überhaupt? Ich bin die Schwester. Jule ist erst vor einer Stunde aus dem Aufwachraum gekommen. Dr. Georg Becker befürchtet, dass die Befreiungsaktion zu Blutung geführt haben könnte und kontrolliert die Wunde. Die Geschwister haben allerdings nur ihre Streitereien im Sinn. Sie sehen es doch alle. Sie war es. Wie soll ich das gewesen sein? Ich bin doch gerade erst mit Mama gekommen. Genau. Jetzt nicht so kreischen, bitte. Meine Ohren, bitte. Also ganz, Sie haben ja ich bin ja, Moment, ich bin doch, ich habe doch ganz schön lange nach einem Parkplatz gesucht, Anni. Ach, was? Was soll das jetzt? Das war ja so klar, dass du mir auch in den Rücken fällst. Anni. Nee, lass mich in Ruhe. Schön. Rück dich doch mal. Nein. So. Ich hab's dir gesagt. Sie war es. Jenny. Oh, also Mensch, dieser, jetzt hör doch mal auf, du bist krank. Du hast selber gesagt, dass sie... Jetzt einfach mal Ruhe halten. Da wird noch nicht mal drauf Rücksicht genommen, dass hier jemand frisch operiert ist. Das ist ja wirklich Chaos. Das ist doch klar, jetzt wo sie noch rausgerannt ist. Sie ist immer so... Ist jetzt mal gut. Schluss jetzt. Nicht noch hochkochen, ja? Es reicht doch so schon, das ist wirklich schlimm genug. Darf ich die noch mal ganz kurz? Ja, aber sicher. Also Sie tun mir echt leid, Frau Bernsmann. Ist das zu Hause immer so? Das ist das Problem. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt zu Hause laufen soll. Die beiden streiten sich in einer Tour. Wie soll sie sich denn da ausruhen? Ist das ein Dauerproblem oder jetzt erst seit kurzem? Ja, in letzter Zeit ist es sehr extrem. Jule und Anni streiten in letzter Zeit wirklich sehr heftig. Es kann schon sein, dass Anni ihrer Schwester das angetan hat. Und der Arzt hat gesagt, dass Jule sich zu Hause ausruhen soll. Aber wie soll das gehen? Wir brauchen da wirklich Hilfe. Über Dr. Becker bekommt die Mutter Kontakt zu einer Therapeutin. 4 Tage später wird Jule entlassen und die Alleinerziehende holt ihre jüngere Tochter ab. Bereits für heute steht der Termin mit der Familienhelferin an, damit das Zusammenleben der Schwestern nicht in Streitereien endet und Jule sich erholen kann. Die richtige Entscheidung, denn schon bei der Ankunft gibt es erneut Stress mit der 16-jährigen Anni. Huch! Jule, ist das dein Ernst? Anni? Was hast Hallo, du damit gemacht? Was ist denn hier los? Ich hab nun ganz Hallo, lang. Hallo. Psst. Ich hab dir das vor Wochen geliehen. Anni. Diesen Flip krieg ich nie wieder raus. Das Einzige, was ich damit machen kann. Anni. Mensch, die Leute. Wegschmeißen. Ich hasse dich. Danke. Anni. Mensch, nein. Bleib doch mal bei mir. Jetzt hör doch mal auf. Ich werd wahnsinnig. Was ist denn hier jetzt los? Schon wieder geht's los. Also ehrlich, jetzt komm. Kleiner Fleck, das kann sie doch waschen. Hallo? Hallo. Familie Bernsmann? Ach, Mensch. Hallo. Sabine Decker. Ach, Frau Decker. Frau Bernsmann. Mensch. Hallo. Du bist die? Jule. Jule. Hallo.
Wollen wir mal reingehen, bitte? Ja, war hier gerade schon was los? Ja, hier draußen war gerade schon wieder ein riesen Theater. Okay. Ich bin dann mit den beiden reingegangen ins Haus und war ehrlich gesagt ein bisschen erleichtert, dass sie immerhin alle bereit waren, sich an einen Tisch zu setzen, dass wir wenigstens ins Gespräch kommen. Und offenbar war ja immerhin eine Möglichkeit, zu versuchen, die Konflikte zu besprechen. Vor 2 Jahren habe ich mich von meinem Mann getrennt und eigentlich ist es auch ein ganz guter Haushalt hier. Wir kommen ganz gut miteinander aus. Streitigkeiten gibt es natürlich immer mal zwischendurch, aber in letzter Zeit eskaliert es hier sehr. Und es war gerade vor ein paar Tagen im Krankenhaus auch so. Da ist es richtig eskaliert. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ich bin überfordert. Ich weiß überhaupt nicht, was zwischen den beiden ist, wer was macht. Es sind nur noch Streitigkeiten und es ist halt nicht mehr auszuhalten. Es ist eine Extremsituation. Ich meine mit ans Bett fesseln, nach einer OP. Was war denn jetzt eben los hier vor der Tür? Sie hat mein Kleid ruiniert. Das stimmt gar nicht. Es ist doch nur ein kleiner Fleck. Du kannst doch waschen. Ein kleiner Fleck, der Fleck geht nicht mehr raus. Du kannst doch waschen, wenn du so faul bist. Du kannst doch einmal zur Waschmaschine gehen, sonst mache ich es nämlich immer. Ich bin faul? Ja. Also das heißt, sie hatte dein Kleid an. Ja, aber es ist nur ein ganz kleiner Fleck drauf und sie rastet mal wieder aus wie sonst was, als wäre es die Welt. Okay. Ja, und es ist einfach so, sie schaukeln sich beide immer weiter hoch. Nein, wir schaukeln uns nicht hoch. Es ist einfach ihre Schuld, wenn sie so dumm ist. Jetzt hör mal auf. Ich möchte wirklich, dass wir mal versuchen, sachlich das Problem anzugehen. Ich weiß nicht, was hier los ist. Und ich möchte es gerne wissen. Bist du auch sonst oft sauer auf deine Schwester? Ja, ganz ehrlich. Ihr ist einfach immer alles egal. Das sieht man ja schon an meinem Kleid. Was denn sich dann aber rausstellte, so im Gespräch, die Anni, die hat dann die Vorwürfe eher so in die Richtung formuliert, die Jule würde sich immer so rausziehen aus allem, ihr wäre alles egal und so. Das war schon so eine spezielle Richtung, der ich dann unbedingt nachgehen wollte. Was meinst du damit, ihr ist alles egal? Ja, sie geht mir einfach so auf die Nerven. Ich versuche mich hier zu engagieren und... Jule? Was ist jetzt los? Sehen Sie, genau das ist, was ich meine. Ihr ist alles egal. Wir versuchen hier eine Lösung zu finden. Jule, hallo, Jule. Während des Gesprächs gab es dann eine völlig unerwartete Wendung, nämlich als die Jule eine Nachricht auf ihr Handy bekam und rausging. Wir wussten ja erstmal alle gar nicht, was das zu bedeuten hatte und sind dann hinterhergegangen. Und was dann kam, war für alle erstmal eine Riesenüberraschung. Ist sie da? Ich habe dann erstmal nur gesehen, dass Jule draußen mit einem jungen Mann stand, mit dem sie offenbar ein enges Verhältnis hat. Was die Mutter mir nachher erklärte, ist, dass eigentlich der Freund der anderen Tochter war und dass der offenbar die Seiten gewechselt hatte. Das ist natürlich für Schwestern eine ganz, ganz belastende Situation, das ist klar. Das war ja jetzt doof. Du, wusstest du das denn, dass die zwei was miteinander haben? Ja, ich wusste das. Oh. Also, ich hab das schon erfahren, aber... Oh. Aber wenn man sieht, ist dann noch mal was anderes, ne? Okay. Und trifft dich das hart? Ja, ich meine, ihr fällt einfach alles in den Schoß. Erst das mit Noah. Und ich habe für Noah extra mein Auslandsjahr abgesagt, weil ich nicht so lange von ihm wegbleiben will. Oh nein. Und dann kommt sie mit Noah zusammen und jetzt kriegt sie auch noch einen Brief, dass sie den Platz von meinem Auslandsjahr bekommen hat. Nein. Ja. Oh, das heißt, sie hat jetzt den Noah und das Auslandsjahr. Ja, und ich hab gar nichts. Das kann ich verstehen, dass das schwer ist. Das fühlt sich blöd an, ne? Ja. Und hast du sie deswegen im Krankenhaus da festgebunden irgendwie? Ich war das nicht, wirklich. Nee. Na, okay. Warum sollte ich das machen? Bei dem Gespräch im Badezimmer mit Anni ist mir klar geworden, dass sie wirklich ein ganz stark angeknackstes Selbstwertgefühl hat. Das ist zwar nachvollziehbar, wenn man sich so zurückgesetzt fühlt gegenüber der kleineren Schwester, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, da musste noch irgendein anderes Thema eine Rolle spielen. Und ich wollte ihr einfach mit einem Spiel, was ich dann vorgeschlagen habe, versuchen, ein bisschen in Richtung Selbstwertgefühl sie zu stärken und sie da ein bisschen auf einen anderen Weg zu bringen. Die Familienhelferin ist sicher, dass Anni viel mehr Unterstützung in der Familie hat, als die Schülerin vermutet. Dies möchte Sabine Decker der 16-Jährigen vor Augen führen. Die Therapeutin hofft, dass die Ältere der Schwestern so den Mut findet, über ihre wahren Probleme zu sprechen.
Gleich zeigt sich, dass Anni die ganze Familiensituation zusetzt. Wir nehmen einfach mal so den Spiegel. Die Anni stellt sich jetzt gleich mal vor den Spiegel und überlegt sich dann, was sehe ich da? Was sind da für Eigenschaften, die an mir besonders hervorstechen, die mich ausmachen? Und gleichzeitig überlegen Sie sich jeder vielleicht drei Eigenschaften, ja, was für Sie die Anni so ausmacht. Familientherapeutin Sabine Decker ist gespannt, wie sich die 16-Jährige selbst sieht und vor allem, wie deren kleine Schwester zu ihr steht. Anni schreibt ihre Eigenschaften zuerst auf die gelben Post-its. Das Ergebnis ist erstaunlich. So, jetzt gucken wir uns das erstmal an. Einsam, das heißt, dumm, hässlich, einsam sieht die Anni sich. Ja, aber das klingt nicht gut. Du bist zwar manchmal ziemlich zickig, aber du bist doch nicht dumm und erst recht nicht hässlich. Und einsam? So fühle ich mich aber. Was hat die Jule jetzt hier geschrieben? Sie Zicke ist halt heißt das. Im Moment okay. Nur Zicke, weil sie sich wegen allem aufregt. Okay. Beste große Schwester. Ach Mensch. Ja. Wow, das hört sich ja schon ganz anders das an. Das hört sich richtig gut an. Und hier? Bewundernswert. Das habe ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Du bist für mich einfach ein Vorbild. Du bist meine große Schwester. Ich würd für dich alles machen. Und ich habe das Gefühl, dass du aber im Moment immer böse auf mich bist, obwohl ich gar nichts mache. Ich denke mir einfach, dass ich dir egal bin. Das bist du aber nicht. Ja. Also das hört sich jetzt gar nicht so an, als wenn sie dir egal ist. Das ist doch nicht. Fühlt sich aber so an, wenn wir uns streiten, wenn solche Sachen wie eben passieren. Ja. Ich mein, also, es hört sich doch ganz toll an. Deine Mutter findet dich lieb, mutig, schön. Du kriegst hier ganz viel Rückhalt in der Familie. Aber es fühlt sich für dich im Augenblick gar nicht so an, oder? Nein, es ist einfach nur schwer, hier zu sein. Ich meine, ich habe das Gefühl, dass ich hier alles alleine machen muss. Und das Schlimmste für mich ist einfach, ich denke halt, dass wenn wir mehr für Mama und Papa gekämpft hätten, dass sie sich dann nicht getrennt hätten. Ich habe versucht, irgendwas zu machen, aber ich hatte das Gefühl, dass dir alles egal war. Und warum sagst du mir denn sowas nicht? Weil ich mich einfach so alleine gefühlt habe und ich wollte dir nach der Trennung nicht noch eine größere Last sein. Es war ganz wichtig, der Anni klarzumachen, dass Kinder überhaupt keinen Beitrag leisten müssen, wenn Eltern ihre eigenen Konflikte austragen. Auch wenn es bei Eltern zur Trennung kommt, Kinder dürfen überhaupt keine Verantwortung dafür entwickeln oder meinen, sie müssten irgendetwas tun, um den Gang der Dinge zu beeinflussen. Das Gefühl muss man Kindern unbedingt nehmen, denn damit sind sie vollkommen überfordert. Ich muss dir auch noch was sagen. Ich war einfach auch so traurig, weil, ehrlich gesagt, wegen dem Auslandsjahr, du hast dich ich hab's extra sausen lassen und du hast dich beworben und ich dachte, so eine Chance kann man halt einfach nicht wegwerfen. Ja, und an dem Tag, als du dann im Krankenhaus warst und ich dich ehrlich gesagt mit den Mullbinden da festgebunden hab, ich war einfach so sauer, weil ich hab... Du warst es doch. Du hast den Brief bekommen, dass du das Auslandsjahr machen kannst und das hat mich einfach so sauer gemacht und also, das musst du auch verstehen. Ich muss sagen, ich finde es nicht gut, dass du mich einfach gefesselt hast. Ich hatte wirklich Angst. Aber weil du, ich glaube, ich verstehe es, dass du es gemacht hast. Das ist okay. Ja. Ich hoffe wirklich sehr, dass sich das Verhältnis jetzt entspannt und die beiden sich wieder darauf besinnen können, wie gern sie sich eigentlich haben. In Nachsorgeterminen half Sabine Decker der Familie, wieder zueinander zu finden. Die Schwestern haben viel geredet und streiten kaum noch. Anni hat sich erneut auf einen Platz für ein Auslandsjahr beworben und darf bald ebenfalls ihre Koffer packen.